Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr im Hintergrund heute schon mal wieder sehen könnt, geht es heute wieder ums Boot. Es ist aktuell noch sehr dreckig. Ich habe es nämlich nach der letzten Fahrt ehrlicherweise nicht geputzt. Lag aber auch daran, dass es an dem Tag so matschig und regnerisch war, dass es eh nicht viel gebracht hätte. Ich würde sagen, wir holen das Boot jetzt einmal raus. Ich zeige euch, was ich Neues fürs Boot gekauft habe, was ich immer im Boot dabei haben werde. Und ich würde sagen, machen wir direkt, weil desto schneller wir das gemacht haben, desto schneller geht's aufs Wasser. Ja, wie ihr jetzt ganz schnell im Schnelldurchlauf gesehen habt, habe ich das Boot jetzt einmal grob gereinigt, weil es sah echt an manchen Stellen ein bisschen arg dreckig aus. Ja, das hier habe ich bestellt. Ich glaube, man kann es schon lesen. Es handelt sich aber um einen Kajaksitz. Keine Ahnung, ob der für dieses Boot passt. Und ja, ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Hier hinten ist es mit an zwei Befestigungspunkten festgemacht. Ich kann das auch flexibel verstellen. Dann ist hier eine Tasche, die kann ich auch abnehmen. Aber die finde ich zum Beispiel ganz praktisch für so kleinere Snacks oder Riegel oder so. Weil die ist halt direkt hier, man kommt direkt dran, muss keinen großartig den Sack aufmachen. Und wenn Essen jetzt nass wird, ist es jetzt nicht so tragisch. Weil es ist zwar innen extra so beschichtet, dass es wasserabweisend ist, aber allein der Reißverschluss ist nicht dafür da. Das sieht man schon. Genau, hier vorne ist es auch jeweils mit zwei Ankerpunkten festgemacht. Und genau, also ich kann vielleicht den Link von dem Sitz in die Videobeschreibung packen. Ja, das wollte ich euch auch noch einmal ganz kurz zeigen. Und zwar, ich habe auch Kartenmaterial, das habe ich von meinem Opa bekommen. Da sehe ich dann genau, wo man Kanu einsetzen kann, wo man aussetzen kann, die verschiedenen Bedeutungen oder hier die ganzen Schifffahrtszeichen. Ich muss aber dazu sagen, das brauche ich jetzt bei dem Gewässer, wo ich jetzt heute fahre, zum Beispiel brauche ich das nicht. Wenn ich jetzt auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal fahre zum Beispiel, dann brauche ich das und dann bräuchte ich eigentlich auch auf meinem Boot ein Kennzeichen. Ja, das ganze Paddeln macht ganz schön hungrig und deswegen werde ich jetzt weiterfahren und ein bisschen was essen. Vielleicht weiß einer von euch, was das für eine Falle ist. Scheint ganz schön groß zu sein. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt legal ist. Jetzt bin ich hier. Hier werde ich dann auch das Boot gleich einsetzen. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, die Strömung ist auch hier recht stark. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt hier
untergehe, mache ich erstmal Pause. Das habe ich ja vorhin eigentlich schon vorgehabt und werde jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Ja, den Abfall nehme ich natürlich wieder mit, weil ich schmeiße das jetzt nicht zum Beispiel da in den Fluss rein, wie manch andere. Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr draußen unterwegs seid, Abfall mitnehmen. So, ich habe es geschafft, ich sitze endlich im Boot. Es war jetzt ein Kampf. Also ich wäre jetzt beinahe reingeschlittert mitsamt dem Boot. Ja, aber was soll ich sagen? Nur beinahe. Und jetzt kann die Fahrt endlich weitergehen. Ach Gott, hey. Ich bin jetzt gerade eben hier in diesem Tunnel, den ich euch vorhin gezeigt habe. Also dieser Kanal, wenn man das so nennen kann. Muss ich jetzt erstmal rauskommen. Holy fucking shit. Oh, sorry, dass ich so zitter gerade eben, aber ich wäre gerade eben beinahe gekentert. Also wirklich, es war echt knapp. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt es in der Kamera gesehen. Ich habe mir die Aufnahme noch gar nicht angeschaut. Ich war erstmal froh, dass mein Handy noch hier am Boot ist, weil ich filme das ja nicht mit einer GoPro, sondern mit dem Handy. Puh, ey, der Schock, der war jetzt richtig groß. Das kann ich euch sagen. Oh, ey, das war jetzt gerade eben brutal. Ich muss mich jetzt erstmal aufs Fahren konzentrieren. Ich melde mich nachher nochmal. So, so sieht es hier aus. Das Stativ ist einmal ein bisschen kaputt gegangen, aber das ist egal. Das kann man wieder neu kaufen und ein Ast war drin. Naja. Ja, also mit der Perspektive, wo ich vorhin gefilmt habe. Boah, sorry, dass ich so zitter. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Mit der Perspektive, wo ich vorhin gefilmt habe, kann ich jetzt erstmal nicht mehr filmen. Wie gesagt, mein Stativ ist ja kaputt gegangen. Ich kann schon noch ein bisschen filmen, aber. Ich mache es jetzt nicht mehr da außen am Boot fest, weil ansonsten klatscht mir mein Handy noch rein. Und das wäre tatsächlich nicht so gut. Ich muss sagen, hier ist jetzt das Wasser wieder schön ruhig. Naja, außer so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich sag euch eins, das ist Abenteuer. Geht raus, macht Abenteuer, vielleicht nicht so einen Scheiß wie ich. Macht vielleicht eine Fahrradtour oder so, ist auch schon gefährlich genug. Aber das ist Abenteuer. Ich bin jetzt schon wieder hier an so einer Scheißstelle. Hier liegt ein Baum. Da drüben liegt ein Baum. Das sieht zwar groß aus da, aber da komme ich gerade so durch. Oh Gott. Was ich hier mache, das ist schon wieder actionreich. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich jetzt hier wieder in eine beschissene Lage gebracht. Ich muss die Bootstour für heute abbrechen. Ich finde sie mir lustig. Also ich hänge jetzt hier so richtig an einem Baum dran. Das Wasser versucht mich rüber zu drücken und es ist scheiße. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da vorne wird es eigentlich durchgehen. Das war diese Scheißstelle, die ich euch gezeigt habe. Und ich hänge jetzt hier. Nicht gerade angenehm. Da hinten geht schön die Sonne unter. Ja. Und wie gesagt, ich hänge hier. Und falls ihr jetzt denkt, dass ich Bootsfahren oder so nicht kann. Ich kann es tatsächlich schon. Sonst würde ich ja auch nicht aufs Wasser gehen.
Ich kann auch schwimmen und so, das ist klar, aber wenn ich jetzt hier kenter zum Beispiel, das ist hier lebensgefährlich. Deswegen lasse ich mich, versuche ich jetzt hier rauszukommen. Es kann sein, dass das Boot jetzt erstmal davon schwimmt quasi. Ist mir jetzt aber erstmal scheißegal, weil Hauptsache, ich werde hier erstmal rausgerettet. Und es tut mir auch leid, falls ich ja jetzt heute eine coole Bootstour machen wollte, was weiß ich. Diese Bootstour werde ich so schnell nicht vergessen. 5 Minuten fühlen sich hier an wie eine halbe Stunde. Naja, ich melde mich. Ich kann jetzt hier eigentlich nicht großartig im Video Statement machen. Ich muss erstmal schauen, dass ich hier rauskomme. Weil der Clou ist, mein Akku ist auch fast leer. Und ja, die Powerbank, die ist halt hinten. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann kenter ich. Geile Sache. Falls ihr euch fragt, warum ich die andere Hand nicht hernehme, ich muss mich festhalten. Also mein Papa war jetzt gerade eben da, der hat ein langes Seil dabei, der hat mich dann rausgezogen mit einem älteren Mann zusammen, also der ältere Mann, danke noch einmal an ihn, weil der hat da echt tatkräftig mitgeholfen. Zu zweit hätten wir mich da niemals befreien können. Ich habe teilweise, oder ich habe einen kurzen Moment lang gedacht, ich brauche die Strömungsretter, also jemand, der mich da wirklich professionell rausholt, weil da unten die Strömung, die ist krass. Also das ist echt, wenn man da drin hängt, oder vielleicht auf dem Video sieht es nicht so krass aus, aber wenn man da drin hängt, das Problem ist ja, wäre ich mit dem Boot gedreht unter diesen Baum gekommen, dann wäre ich nicht mehr hochgekommen, weil die Schwimmweste hat Auftrieb und ja, mein Boot sieht auch dementsprechend aus. Ich zeige es euch jetzt einmal ganz kurz. Also, hier liegt das Bootspaddel, hier ist das Boot. Hat ein paar Ästchen drin, aber besser so als ganz weg. Ja, und da unten, um genau zu sein, da war ich festgehangen. Und dieser Spalter, der ist ein echt deutlich kleiner, als es jetzt auf dem Video aussieht. Und wäre ich da eben reingekommen, dann wäre ich da wahrscheinlich mit der Schwimmweste irgendwie hängen geblieben und dann wäre das nicht gut ausgegangen, wenn man das so sagen kann. Und hier geht es ja auch ganz schön runter. Also wir haben jetzt da wirklich das Boot da ganz schön hochziehen müssen, haben hier komplett das ganze Astzeug wegreißen müssen. Und ich bin über diesen Baumstamm da hochgeklettert, bin dann hier rauf, zack, zack, zack. Und ja, aber ich sage euch eins, wenn ihr solche Touren macht, passt auf, denn die Strömungen sind brutal stark. Und vor allen Dingen fahrt nicht alleine. Also ich dachte, dass ich eben alleine fahren kann und ich dachte mir, ja, wird bestimmt eine coole Tour. Ist es auch, aber ich habe dazu gelernt, ich werde das nur noch auf Gewässer fahren, wo erstens nicht so viele Hindernisse sind oder halt wirklich nur noch im Sommer bei den Strecken, wo dann halt viele Leute unterwegs sind, wo dann auch Freunde mit dem Kanu zum Beispiel hinterherfahren können oder irgendwie sowas. Aber ich werde alleine nicht mehr in diese Richtung fahren, weil hier sind halt auch kaum Spaziergänger. Ich habe nämlich auch, also ich hing da jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde lang da unten drin und es hat mich keiner gehört. Und das ist halt, ja, ihr seht selber, wir sind mitten auf der Wiese. Die Sonne geht gerade eben unter. Ich hatte eigentlich ein anderes Ziel. Ich wollte eigentlich in eine Gastwirtschaft fahren. Aber ja, jetzt erstmal bin ich froh, dass ich es geschafft habe, dass ich da wieder rausgekommen bin. Weil ich hatte heute zweimal echt richtig Schiss. So, ja, und falls ihr euch wundert, wo jetzt mein Vater hingefahren ist, der holt jetzt noch schnell Spanngurte, damit wir das Boot gut befestigen können, weil der hatte keinen im Auto. Genau, damit wir das Boot hoffentlich heile nach Hause bringen, weil es wird jetzt langsam schon dunkel, also man sieht es noch nicht so, aber man sieht es ja im Sonnenuntergang. Ja, also mein Vater ist dann noch gekommen und ich habe die Verabschiedung vergessen. Deswegen sage ich euch jetzt hier über diesen Weg, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.